Shiny-Pokémon faszinieren die Fans der Pokémon-Reihe schon seit dem Beginn ihrer Existenz in Generation 2 und auch in Let's Go Pikachu und Evoli sind wir nicht vor ihnen sicher. Heute zeige ich euch einen Weg, wie ihr dort garantiert an Shiny-Pokémon kommt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Menge Geld und etwas Geduld. Mit dem Geld wollt ihr euch erstmal jede Menge Hyperbälle kaufen, ca. 100 Stück sollten reichen, und jede Menge Lockparfüm. Dann müsst ihr euch einen Ort suchen, den ihr gut auf den kompletten Bildschirm bekommt. Besonders gut eignen sich der Route 2 nördlich von Vertania City oder Route 6 nördlich von Orania City. Hier wollt ihr erst einmal das Pokémon, das ihr als Shiny-Version haben wollt, auf eine 31er-Kette bekommen. Das heißt, ihr wollt das Pokémon 31 Mal hintereinander fangen. Wichtig dabei ist, dass ihr erstens zwischendurch keine anderen Pokémon fangt und zweitens kein Pokémon vor euch flieht, denn das sind die zwei Möglichkeiten, wie eine Kette bricht. Ihr dürft vor Pokémon jederzeit fliehen. Das wird eure Kette unter keinerlei Umständen brechen. Bei Pokémon, die leichter vor einem flüchten, würde ich letzteres sogar empfehlen, denn wenn ihr vor einem Pokémon flieht, kann es nicht vor euch flüchten. Also, Pokéball werfen, sollte das Pokémon nicht im Ball bleiben, flüchten und auf den nächsten Encounter warten. Habt ihr die Kette erstmal auf 31, ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny-Pokémon bei 1 in 341. Diese Rate kann auch einmal auf 1 in 316 erhöht werden, wenn ihr Lockparfüm benutzt, und auf 1 in 273 solltet ihr dieses auch noch mit einem Schillerpin kombinieren, welchen ihr bekommt, wenn ihr euren Pokédex vervollständigt habt. Wichtig zu wissen ist, dass ihr dafür weder Mew noch Meltan und Melmetal braucht. Nun sucht ihr euch einen Spot, an dem ihr nicht von wilden Pokémon angegriffen werdet und an dem ihr die ganze Route im Blick habt, aktiviert das Lockparfüm und wartet. Durch das Lockparfüm werden um euch herum ständig Pokémon spawnen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Shiny-Pokémon dabei ist. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Falls dem so ist, lasst doch einen Daumen nach oben da. Um keine weiteren Videos von mir zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.